Okay, warte, da kommt jemand rein. Hoffentlich hat er keine Waffen. Schnell Hose aus, Schuhe aus. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Battlegrounds-Gedöns. Ich habe heute einen total verwegenen Plan. Wollen und ich haben letztens beim Zocken einen Bunker gefunden. Und zwar an dieser Stelle. Da werde ich jetzt einfach mal versuchen hinzutingeln. Vielleicht gibt es da voll den krassen Scheiß. Vielleicht ist hier sogar schon ein Auto oder irgendwie sowas. Ist hier irgendwo bei mir einer? Da hinten landen welche, okay. Aber direkt bei mir ist, glaube ich, niemand. Gut. Oh shit, ich muss schon an Land kommen. Nicht da runterfallen. Ja, sehr gut. Ah, perfekt. Jeep. Na, es läuft hier super. So wie die Flugbahn jetzt war vom Flugzeug, müsste ich da wirklich als Erster ankommen. Wenn jetzt nicht gerade... Wow, was war das für ein Leck? Wenn jetzt nicht gerade jemand auch direkt ein Auto gefunden hat und dahin blubbelt. Wir müssen nur dieser Straße folgen und dann den Feldweg abbiegen. Gar kein Problem. Ich könnte jetzt natürlich auch hier in dieser Stadt ein bisschen was looten, aber ich will wirklich wissen, was in diesem Bunker drin ist. Ich war da noch nie. Boy und ich haben den gefunden, da waren wir extrem spät dran, also mussten auch schnell in die weiße Zone rennen. Haben ihn nur gesehen, sind aber nicht rein. Und noch ein Jeep, auch gut, doch gut. Du, los jetzt. Mensch, hey. Und noch einer, Labernet. Wisst ihr noch, wie lange ich letztens Autos gesucht habe? Jetzt werden sie mir hinterhergeschmissen. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt drin ist. Und danach kann ich direkt hier in diese Scheiße da fahren. Noch weiter weg von den Feinden. Kann mich ultramäßig ausrüsten. Hier ist er übrigens. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Das ist der gleiche Bunker, der auch auf dieser Startinsel ist, oder wie? Sehe ich das richtig? Oh, jawollo. Eine Vector, die habe ich noch nie gehabt. Ich sehe immer nur so Aufsätze für die Vector. Geil. Ein Rucksack. Okay. Oder ist das denn eine richtig große Bunkeranlage? Boah, Leute, guckt euch das an, was hier alles rumliegt. Alles klar, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt immer hingehe. Wir starten wie immer in unserem wunderschönen Ding. Habe ich den Rucksack nicht genommen? Also, Banger, das machst du die ganze Zeit, ha? Dummkopf. Die Schrotflinte mal durchladen. Eine Weste. Und direkt Stufe 2. Leute, hier ist es ja hammermäßig hier unten. Warum habt ihr mir nie was davon gesagt, dass es hier Bunker gibt, der Gauner? Okay, alles klar. Krass, wie groß ist das Ding? Oh mein Gott, Leute. Bin ich auch... Ah, fuck, ich bin fast im weißen Kreis. Fast. Das ist der Hilfekoffer, Granate. Leute, hier ist man ja ausgerüstet wie ein Soldat, halt, echt? Weil wir wahrscheinlich auch im Militärbunker sind, ne? Macht Sinn. Oh, fuck. Okay, warte, da kommt jemand rein. Hoffentlich hat er keine Waffen. Die Hose aus, Schuhe aus. Also, wenn der Bunker mehr Reingänge hat, bin ich echt geliefert. Ich höre ihn steppen hier irgendwo. Shit. Wisst ihr was? Ich gehe einfach kurz gucken. Wenn der draußen Motorrad steht, weiß ich Bescheid. Okay, ich sehe keins. Aber ich habe ihn steppen gehört. Wisst ihr was? Ich gehe einfach weiter. Und zwar fahren wir jetzt mal hier in die City, um mal so ein bisschen Action zu machen. Aber das muss ich demnächst mal weiter erforschen. Das ist ja echt ultra spannend. Vielleicht ist das hier einfach eine Bunkeranlage. Es sieht ja auch so aus hier, wenn ich jetzt hier oben drüber fahre, so eine leichte Erhebung. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo ein anderer Eingang. Ist hier vielleicht direkt einer? Ne? Okay. Merkt euch die Posi. Direkt hier unten ist das Ding. Auf die Straße jetzt, Dummkopf. Ich cruise einfach über die Straße drüber. Schlecht. Knallhart bin ich da. Oder bin ich knallhart bei sowas? Vielleicht gibt's hier Benzin. Oh, da hinten kommt was. Okay, der fährt woanders lang. Ich guck kurz. Benzin, Benzin, Benzin. Nein, Quick Draw. Kann es sein, dass der Dacia schneller ist wie das Ding hier? Letztens habe ich mit Walling gezockt. Da haben wir einen Dacia gehabt und der ist irgendwie gerannt. Fändet ihr es eigentlich cool, wenn unten bei den Todesanzeigen dabei stehen würde, wo die Leute gestorben sind, in welchem Sektor oder vielleicht in welcher Stadt? Fändet ihr das ödel oder eher nicht? Guckt ihr das an, wie viele Autos hier wieder rumstehen? Da vorne steht das nächste Motorrad. Da hinten war noch was gestanden. Gibt's doch gar nicht. Und da sind wir schon angekommen. Ich gehe jetzt direkt in das Haus hier rein. Bitte seid zu. Ist es noch zu? Sehr gut. Es wäre jetzt sehr peinlich, wenn direkt hier jemand schon ist oder wartet. Aber es sieht nicht so aus. Die Sachen hätte er auf jeden Fall mitgenommen. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt überdurchschnittlich gut ausgerüstet bin schon. Dem Helm, der Weste und so. Jawohl. Und so weiter. Ich werde wie immer die Türen hier drin alle zumachen. Viele lassen sie ja auf. Dann kommst du in das Haus rein. Die Türen sind offen, dann weißt du Bescheid. Aber gut, der Jeep wird mich wahrscheinlich schon etwas verraten, weil er direkt hinterm Haus steht. Aber... Ah. Ich könnte aber auch woanders sein, also im Nebenhaus oder sowas. Wir spähen mal kurz. Ich denke halt, dass hier noch nicht so viele sind. Also optimal sind unsere Waffen jetzt auch noch nicht. So, vor allem zum Snipen eher wenig. Gerade weil ich hier auch aufs Dach gehen kann, ist das bestimmt, wäre das schön. Vielleicht liegt oben noch was. Okay, da hinten wird was abgeworfen. Da liegt noch was, sehr gut. Oh, eine Brechstange finde ich jetzt nicht so cool. Das Blaue muss erstmal jetzt noch rankommen. Danach wird der Kreis wieder neu verlegt und dann sehen wir weiter. Ich würde gerne das Haus wechseln, und zwar will ich auf dieses Haus gehen. Halt. Auto, fährt irgendwo einer. Da oben kommt er gefahren. Okay, der fährt weg, alles klar. Na, wenn er meint. Ich gehe mal wieder ins Haus. Oh, da kommt wieder jemand. Moment. Da geht er oben in das Haus rein. Ich versuche ihn jetzt zu holen. Das ist nämlich auf jeden Fall eine Bedrohung, der Kerl. Er darf nicht in so einer guten Position stehen. Ich könnte doch einfach bei seinem Auto warten. Fuck, jetzt ist ja kein direkter Weg. Mist. Da drin rennt er rum, man kann ihn hören. Theoretisch müsste er mich aber auch hören können. Ich kann gucken, dass ich mich in eine Position bringe, aus der ich ihn... beim Einsteigen ins Auto direkt geben kann. Nur ist diese nächste Stelle jetzt eine Schwierigkeit für mich. Ich werde es jetzt einfach testen von hier. Ich weiß nicht, ob er meine Beine sehen kann. Das wäre jetzt echt saublöd, ne? Durch den Spalt da hinten. Da kommt ein Flugzeug, gleich wird es ultra laut. Ich hoffe, er nutzt diesen kurzen Moment, um zu seinem Auto zu rennen. Guck mal, da in seinem Auto scheint sich jemand zu bewegen. Seht ihr das? Oder hinter seinem Auto. Ich kann es von hier nur schwer erkennen. Er läuft immer noch ziemlich laut da drin rum. Und ich frage mich immer mehr, ob das wirklich eine gute Idee ist. Es wäre perfekt, wenn ich darüber könnte. Aber er kann mich jederzeit sehen. Er liegt wahrscheinlich schon am Haus an den Fenstern.
und guckt raus. Ich könnte versuchen, sein Auto zu sprengen. Dann renne ich zurück zu meinem und er stirbt, wenn das Blaue kommt. Was laber ich hier? Da waren 1000 Autos da vorne. Aber es wäre eine Idee für den Moment, wenn er rausläuft. Ich stelle mich hin, schmeiße eine Granate auf sein Auto. Vielleicht merkt das nicht. Ich denke, er hat mich schon gehört. Da oben ist er gerade in der Kante. Ich sehe ihn. Der aimt raus Richtung Stadt. Das heißt, er hat mich noch nicht gesehen. Ich glaube, er kommt. Oh Gott, hat die wenig Munition, was? Um Gottes Willen, das Ding hat ja fast gar nichts. Aber ich habe Granaten, mein Freund. Pass auf. Er auch. Hör mal, du Dreckarsch. Ja, na also, es geht doch. Heidenei Kartoffelbrei. Ey, die Vector ist ja mal... Die gefällt mir nicht, die Vector. Guck dir das an, was er dabei hat. Geil. Alles mal direkt mitnehmen. Wie, ich bin zu... Ich habe zu wenig Platz. Was hat der Scheiß? Benzinkanister raus. Halt, nee, da kann ich ja gleich mein Auto füllen. Hier fährt irgendwo einer rum. Shit, Mann, ich muss doch noch ganz kurz meine Sachen sortieren. Was brauche ich dafür? 5,56 mm. Ah, die Schrotflintenmunition brauche ich nicht. Und eine Brille, die man zwar nicht sieht, aber ich habe sie auf. Das zählt. So, und jetzt schön die Munition hier rein, bitte. Okay, das reicht auf jeden Fall. Da habe ich ein schönes Scope drauf. Und hiermit kann ich so in die Nähe oder aus der Nähe. Oh shit, ich bin nicht im Kreis. Oh, jetzt kommt das Blaue noch so schnell. Nein, ich muss mein Auto zurücklassen. Egal, 27 sind es noch. Ich werde direkt... Das Blaue kommt ja nicht her. Oh, okay. Ich werde direkt... Da kommt einer gerade so aus dem Blauen gefahren. Da rettet sich jemand. Der ist hier irgendwo. Da vorne. Krass, wie nah das klingt, ne? Das klingt ultra nah. Ich hoffe, dass dieser jemand hier angehalten hat. Shit, das ist jetzt echt blöd. Ich habe aber auch nicht mehr viel Zeit. Vorne ballern sie. Da ist einer unterwegs auf jeden Fall. Ich muss jetzt eh weiter. Bin gleich richtig angeschissen, wenn das Blaue kommt. Ich glaube, jetzt ist es ziemlich stark. Ich versuche jetzt hier hochzugehen auf diesem Ding da oben. Oder zu diesem... Oh Gott, 10 Sekunden. Jetzt heißt es einfach nur noch überleben und sich nicht von dem Blauen zerknödeln lassen. Zerknödeln, das hat sich ja richtig jugendfreundlich angehört. Oh shit, das kommt schon. Renn, renn, renn. Unser neues Ziel ist diese große Halle. Da vorne ist sie. Guck mal, ich bin genauso schnell wie das Blaue fast, oder? Nicht wirklich. Scheiße. Ja, aber ich schaff's noch locker, das passt. Das Dumme ist nur, ich stehe jetzt gleich in der Position, die wirklich saublöd ist. Schnell, schnell, voll aufs Weiße zu. Oh Gott, es kommt. Guck mal. Okay, 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 okay. Und ich bin sogar dann doch in der mittelguten Position. So, lass mich darüber rennen. Jetzt halt die Frage, Haus oder Halle? Erstmal Halle, ne? Damit wir einfach mal in Sicherheit sind. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Ich laufe ja selbstverständlich rein. Einer schießt ziemlich close. Was haben wir denn hier? Rucksackstufe 2, okay. Ich glaube, jetzt ist es eh wurscht, was ich mache. Ich werde nicht mehr viel brauchen. Oh Gott, seht ihr das? Wohin ich muss? Ach du Scheiße. Nee, oder? Ich werde versuchen, da hinzugehen. Ja, das finde ich jetzt schon fast frech. Gucken wir, dass wir da schnell hinkommen. Da vorne sind ultra viele. Also, was heißt ultra viele? Es sind nur noch 10, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die letzten 9 sind da. Noch 6 Sekunden. Ach du Scheiße. Nee, ich muss direkt hin. Ich muss direkt hinlaufen, sonst habe ich da keine Chance. Beziehungsweise werde so arg vom Blauen zerfressen. Ihr wisst ja, das ist jetzt gerade auf dieser Schwierigkeitsstufe. Beziehungsweise, wenn man so weit ist, da ist es schon ultra stark. Also, Wall und ich waren schon bei den Top 10 und dachten uns, wir schleichen jetzt gemütlich so ein bisschen durchs Blaue noch, um eben die Feinde nudeln zu können. Und was war? Nichts war. Nichts gemütlich. Der frisst so brutal Damage. So. Okay. Ich glaube, die Position ist nice. Und ich habe sogar immerhin einen Doppelscope. Ich stand auf einzeln und guck mal ein bisschen. Oh mein Gott, was? Was ein Pisser! Hinter mir, okay, er war hinter mir. Hat er sich verdient. Er stand dann doch ein bisschen besser als ich. Ich wollte mich eben schon so bereit machen, um jetzt richtig schön zu... Scheiße. Und dann ist direkt hinter mir einer. Schade. Die Runde war echt... Also sie war jetzt nicht ultra gut, aber sie war doch schon umfangreich. Gerade weil ich in diesem Bunker gestartet bin. Das war sehr, sehr cool. Aber gegen den Angriff von hinten kann man da leider nicht viel machen. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass hier an dieser extrem freien Stelle noch jemand ist. Hinter mir war doch der Hügel, oder? Er muss also ein Stück hinterm Hügel gesessen haben, um mich... Das heißt, er hat auch ein bisschen blauen Schaden noch gefressen, bis ich mich positioniert hatte. Das ist ein Gauner. Aber genau das ist das, was das Spiel ausmacht. Man weiß nie, ob man gerade im Blick von jemandem ist. Es ist immer so durchgehend eine Anspannung da. Es ist einfach cool. Komm, wir gucken mal. Kann ich jetzt so eine Kiste aufmachen? Nee. Shit. Nächstes Mal dann. Hier direkt nochmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Freut mich, dass ihr auf den Kanal gefunden habt. Vor allem, dass euch auch diese Battleground-Geschichte hier gefällt. Ihr habt letztes Mal direkt über 100 Daumen gegeben. Das war mir schon Anzeichen genug, dass es euch gut gefällt. Auch in den Kommentaren habt ihr euch positiv über das Spiel ausgelassen. Also, ich denke, das kann ich öfter bringen. Vielleicht nicht so oft wie CSGO, aber schon
oft. Mir macht es auch extrem viel Spaß. Es ist halt einfach wieder was anderes. Es ist zwar trotzdem ein Shooter, aber nicht direkt ein Ego-Shooter, beziehungsweise man muss es nicht als solchen spielen. Und die Action und Spannung ist ganz anders verteilt, wie bei CSGO. Und diese Bunker-Geschichte müssen wir uns echt genauer angucken. Also einfach mal tief reingehen in das Teil und alles durchsuchen, auch wenn Steps da sind, egal. Ich habe jetzt heute wie immer wenig Zeit. Es ist schon nach 13 Uhr und ich muss das hier noch schneiden und hochladen. Es wird wahrscheinlich wieder 18 Uhr kommen oder sowas. Die Info bringt euch an der Stelle sehr wenig, weil das Video schon da ist. Egal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag live wieder um 19:30 Uhr.